Üblicherweise hören über 10 Millionen Menschen zu, wenn mein heutiger Gast spricht. Einige davon hören ihn heute zu Sport und Business sprechen in meinem Podcast. Ich bin Kerstin Thürmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie oft hat mein heutiger Gast diesen Satz zu dir gesagt? Er ist mehrfacher Buchautor, Sportmentaltrainer, Moderator, Ironman-Triathlet, zweifacher Hawaii-Finisher in 2017 und 2022 und seit über 23 Jahren Tagesschausprecher. Herzlich willkommen, Thorsten Schröder. Moin, hallo, Dankeschön. Lieber Thorsten, schön, dass du heute hier bist. Wenn du Ja, dich sehr gerne. selbst interviewen würdest, was wäre dein Thema? Ja, es gibt ja viele. Ein paar hast du ja nun gerade aufgezählt. Tagesschau, Ironman, Mentaltrainer sind alle spannende Dinge, die ich täglich um mich herum habe. Also das sind die Themen, mit denen ich mich befasse. Sind das eher deine Lieblingsthemen oder etwas, worüber du noch nicht 500 Mal gesprochen hast? Ja, über diese Themen habe ich schon sehr oft gesprochen, natürlich. Ja. Dann schauen wir mal, ob ein paar Fragen heute dabei sind, die vielleicht in eine etwas andere Richtung gehen, dass wir vielleicht die Sport- und die Jobwelt verbunden bekommen. Das ist zumindest mein Anspruch. Wie beschreibst du dich denn selbst in einem Satz, vielleicht auch der deinen Sport und deinen Job miteinander verbindet? Ich bin ein News-Junkie, der sich gerne bewegt, sehr viel Energie hat und die irgendwo rauslassen muss, wenn er nicht gerade mit News zu tun hat. Natürlich sprechen wir heute über deinen Sport. Du sagst, du liebst Langdistanz-Triathlon. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen und dann auch noch zu lieben? Naja, ich bin, wie gesagt, sehr energiegeladen, schon damals oder noch viel mehr natürlich als Kind und als Jugendlicher. Das lässt vielleicht jetzt in dem etwas fortgeschrittenen Alter ein bisschen nach, aber ich habe immer noch genug Energie auch für eine Langdistanz in der Tat. Erstmal habe ich Fußball gespielt, damit habe ich angefangen, dort habe ich als Kind vor allen Dingen meine Energie gelassen, dann nachher konnte ich wegen eines Wirbelgleitens und wegen einer Operation, die ich dann über mich ergehen lassen musste, schon als Jugendlicher, konnte ich halt keinen Fußball mehr spielen und bin dann irgendwie im Laufe der folgenden Jahre in die Einzelsportarten gerutscht. Zum Radfahren, auch die längeren Distanzen in Sachen Radfahren habe ich zum Beispiel kennengelernt durch Radreisen. Mehrwöchige Radreisen, auf denen man dann eben jeden Tag so seine 100, 120 Kilometer fährt und somit komme ich ja schon mal ein bisschen in diese Langdistanzen. Laufen fand ich eigentlich immer langweilig, aber um dann nach dieser Operation und dem ein Jahr Korsett tragen, da bin ich ja immer dicker geworden, immer kräftiger, um das wieder ein bisschen loszuwerden, bin ich dann auch gelaufen. Schwimmen fand ich immer schon schrecklich. Deshalb ist Triathlon eigentlich gar nicht so meine Ursprungssportart, aber ich habe das noch über mich ergehen lassen, das Schwimmen, und habe es einfach mal mitgemacht. Und habe dann irgendwann eben mit dem Triathlon angefangen. Irgendwann, um das genauer zu datieren, 1997, jetzt muss ich überlegen, nee, 98, 1998 war das. Da habe ich dann das erste Mal auf Höhe einen Triathlon mitgemacht. Damals war das noch sehr lustig, sehr familiär auch. Aber es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann am Triathlon dran geblieben bin. Und das habe ich dann halt immer so weitergemacht, auch über die Jahre. Über die kürzeren Distanzen bin ich regelmäßig an den Start gegangen. Gerade hier in meiner Stadt in Hamburg gab es jedes Jahr ein Triathlon-Event, bei dem ich mitgemacht habe. Und irgendwann kamen dann die Einschläge sozusagen näher. Und ich habe mal von jenem und mal von einem anderen gehört, dass er eine Langdistanz macht und fand das ganz interessant als neue Herausforderung, fand das aber dann letztlich doch immer viel zu anstrengend. Wenn ich mir das Training angeguckt habe, was die alles trainiert haben, das fand ich völlig absurd. Darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Wochenenden mit 6-stündigen oder 5-stündigen Radausfahrten und einem Koppellauf noch dazu zu verbringen, darauf hatte ich wirklich null Bock. Aber es hatte sich festgesetzt, der Gedanke an eine Langdistanz. Und irgendwann dachte ich mir, ach Gott, komm. Versuch's einfach mal. Wenn es nicht hinhaut, wenn es dir keinen Spaß macht oder wenn die Frau was dagegen hat, irgendwann sagt, hey, wir sehen uns nicht mehr, dann hörst du halt auf. Dann ist es halt vorbei. Aber versuchen kannst du es ja mal. Vielleicht macht es ja wirklich Spaß. Die Frage, die große Frage, die mich umgetrieben hat, war, kann ich als total normaler Sportler, der von keiner dieser drei Sportarten kommt, der eigentlich nicht schwimmen mag, der Laufen total langweilig findet, der
Radfahren eigentlich ganz gut findet, aber ansonsten, naja gut, diese Abwechslung halt toll findet. Das fand ich halt immer schön. Mal an einem Tag schwimmen, dann am nächsten Tag Radfahren, dann mal wieder laufen. Diese Abwechslung beim Training fand ich großartig. Und deshalb habe ich mir dann einfach mal gesagt, versuche ich es. Und ich bin dran geblieben, weil es unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ich den Spaß auch am Schwimmen entdeckt habe, sogar die Leidenschaft fürs Schwimmen. Das finde ich auch faszinierend. Vom Hassobjekt zum geliebten Sport. Hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann einfach mal das Training durchgezogen habe, über Monate meine erste Langdistanz absolviert habe und dabei ist es dann eben auch nicht geblieben, sondern auch das wurde dann immer mehr. Und so bin ich jetzt 10 Jahre dabei bei den Langdistanzen und ein Ende ist nicht absehbar, sagen wir es mal so. Es macht immer noch tierisch viel Spaß. Und das ist auch der spannende Aspekt, dass du weitermachst und nicht so einmal ausprobiert, alles klar, jetzt hast du gesehen, dass es funktioniert auch für dich, aber du machst ja weiter. Ich sage mal, ich empfehle Triathlon bedingt. Es ist ein toller Sport, ich mache es auch, aber es braucht einfach immer viel Zeit. Wie viele Stunden trainierst du denn pro Woche, gerade wenn du eine Langdistanz planst? Ja, immer Langdistanzen brauchen viel Zeit. Aber normaler Triathlon, den kriegt man ja immer einigermaßen hin, wenn man ein bisschen Sport mag und ein bisschen trainieren mag. Dann kriegt man auch kleine Triathlons hin. Ich habe das ja damals auf Föhr auch ohne großes Training hinbekommen. Also, was sind denn die Sprintdistanzen? Das ist dann 500 Meter Schwimmen, glaube ich. Schafft irgendwie mehr oder weniger jeder. Also, viele schaffen das natürlich nicht jeder, aber die meisten kriegen 500 Meter Schwimmen hin. 20 Kilometer Radfahren, glaube ich, sollte auch drin sein. Und 5 Kilometer zu laufen, schaffen auch viele. Und da braucht man nicht so wahnsinnig viel, auch nicht viel Zeit fürs Trainieren. Aber natürlich wird es dann deutlich mehr, wenn man an den Langdistanzen in Angriff nimmt. Und bei meiner ersten Langdistanz, und so ist es eigentlich auch immer geblieben, weil im Sommer sind die Langdistanzen in der Regel, jedenfalls wenn man sie in hiesigen Gefilden absolviert. Dann fängt man im Oktober, November an und ist dann im Juli oder August auf der Langdistanzstrecke. Also 8, 9 Monate trainiert man, trainiere ich. Das geht im Herbst und Winter mit 8 bis 10 Stunden los, vielleicht mal 12 Stunden. Aber auch das habe ich gut hinbekommen und bekomme immer gut hin, obwohl ich mich auch vorher niemals gelangweilt habe. Es war gar kein Problem, mich zu beschäftigen, gut zu beschäftigen, aber auch diese 8 bis 10 Stunden habe ich organisiert bekommen. Da ist dann eben die Frage, wie sehr, wie gerne macht man etwas? Und wenn man etwas gerne macht, dann klappt das auch mit der Zeit, die man sich da freischaufeln kann. Es wird dann im Frühjahr und Sommer ein bisschen mehr. Da können es dann 15 bis zu 20 Stunden werden, weil dann kommen tatsächlich die langen Ausfahrten dazu, wo man dann mal 4 Stunden oder 5 Stunden auf dem Rad ist. Und dann kommen auch die langen Läufe dazu, 1,5 oder 2 Stunden. Dann wird es halt doch deutlich mehr. Also dann ist fast ein Halbtagsjob, der noch dazukommt. In Abhängigkeit auch davon, was man so erreichen will und wie trainiert und wie fit man ist. Also ich im vergangenen Jahr mit dem Ziel, Qualifikation für Hawaii zu schaffen, habe reingehauen, hatte dann eben solche 20-Stunden-Wochen noch neben der Arbeit für den Sport. Und jetzt in diesem Jahr, wo ich Suche mache und ruhig und weniger trainiere, da werden es dann, glaube ich, vielleicht höchstens mal 15 Stunden jetzt in diesem Frühjahr, Sommer, auch wenn ich eine Langdistanz vor mir habe, aber ich will mich nicht qualifizieren für irgendwas, sondern ich mache die Challenge rot, rein aus Jux und Dollerei und will natürlich auch da gut durchkommen. Also fit sollte man trotzdem sein, natürlich für so eine Strecke, aber da geht es nicht um Sekunden wie bei einer Qualifikation. Also von daher denke ich mal, 15 Stunden kommen dann vielleicht höchstens raus beim Training jetzt in diesem Jahr. Welches sind denn deine Top 3 Tipps, wie du dein Training in deinen Alltag integrierst? Du hast ja auch einen anspruchsvollen Job, das wissen wir alle, wechselnde Arbeitszeiten, hast vermutlich, ich weiß es nicht genau, noch ein Privatleben, falls das noch vorhanden ist. Durchaus, ja. Und das Was sind Schöne ist auch, dass deine... es jetzt ja wieder mehr geworden ist nach diesem 2-jährigen Kampf um die Qualifikation für Hawaii. Also ich habe jetzt wieder viele Freunde getroffen und Frau hat auch wieder mehr Zeit mit mir und umgekehrt. Das ist auch sehr schön. Aber eben auch diese Freunde, die ich jetzt länger nicht so oft gesehen habe, sehr selten, die habe ich jetzt mal wieder häufiger getroffen und treffe sie jetzt wieder häufiger. Das ist sehr schön. Und die sind geblieben. Das ist auch das Schöne. Das sind dann doch Freunde fürs Leben. Welche sind deine Top 3 Tipps, das zu managen?
Naja, wichtig ist, dass man das vorher, Moment, also jetzt das mit den Freunden und dem sozialen Umfeld oder mit der Zeit? Wie Also du mit das den. Training und dein Leben unter einen Hut bekommst, was kannst du da Ja. mitgeben? Ja, also absolute Priorität hat erstmal der Job und dann muss ich gucken, ob ich das drumherum organisieren kann. Und das, was an Zeit dann noch übrig bleibt, neben dem Job und den notwendigen familiären Verpflichtungen oder dem Mindestmaß an Zeit für die Family, dann gucken wir mal, ob da noch was übrig bleibt. Und ja, da muss man dann eben ab und zu mal auf einen Theaterbesuch, muss man natürlich nicht, aber ich verzichte dann eher mal auf einen Theaterbesuch oder auch mal auf einen Stadionbesuch. Tatsächlich verzichten. Da muss ich mir dann manchmal überlegen, welche Prioritäten ich setze. Aber irgendwie finde ich, gibt es immer irgendwelche Lücken, die man doch füllen kann. Da geht es dann auch darum, nicht auf dem Sofa zu versacken, zum Beispiel. Das finde ich sehr wichtig, wenn man von der Arbeit kommt und sich denkt, boah, jetzt bin ich aber völlig am Ende und eigentlich will ich nur aufs Sofa und komme da auch den ganzen restlichen Abend nicht wieder hoch. Dann sich bewusst zu machen, das kann ich nach all den Jahren ziemlich gut mir klar machen, dass es jetzt für mich total gut ist und auch Spaß macht und richtig ist, wenn ich eben nicht aufs Sofa gehe oder da zumindest nicht bleibe, sondern rausgehe, eine Runde laufe oder schwimme oder was auch immer, weil danach fühle ich mich immer wieder gut und es macht immer wieder Spaß. Hatte ich neulich gerade wieder, vor vergangener Woche, da hatte ich wirklich überhaupt keine Lust. Ich war wirklich müde nach der Arbeit und wollte nicht mehr zum Schwimmen, habe mich aber aufgerafft und es hat so einen Spaß gemacht, hin und her zu schwimmen und meinen Trainingsplan abzuarbeiten. Das war so toll. Ich habe mich so wohl gefühlt und war danach dann auch plötzlich wieder frisch und munter. Es fühlt sich dann einfach gut an. Aber dieses Bewusstsein habe ich natürlich nach all den Jahren auch, weil ich weiß, okay, es fühlt sich oftmals unangenehm an und man muss sich aufraffen. Und ja, wenn man es zum Beispiel so betrachtet, wenn ich laufe und es draußen regnet, vielleicht noch Schneegriesel im Winter, dann sieht es von drinnen aus immer sehr, sehr viel unangenehmer aus, als es draußen wirklich ist. Da muss ich dann einfach nur ein bisschen aufraffen. Und ich weiß, dass, wenn ich dann 10 Minuten unterwegs bin, ist auch Schneegriesel oder Regen total Banane, völlig egal. Ich fühle mich dann wohl und fühle mich dann noch wohler, wenn ich mein Läufchen absolviert habe oder das Schwimmen und fühle mich dann wirklich frisch durchgepustet, mit Frischluft, Sauerstoff vollgetankt und dann geht es mir gut. Ich habe direkt Lust, loszulaufen. Ja. Nur noch der Schneegriesel gerade in Frankfurt. Ja. Was Natürlich. motiviert dich denn noch? Du hast ja jetzt schon zweimal den legendären Ironman auf Hawaii ins Ziel gebracht. Warst also Teilnehmer der Weltmeisterschaft. Was möchtest du noch erreichen sportlich? Vor allen Dingen will ich erstmal Spaß haben weiterhin und gesund bleiben, um diesen Sport weiter ausführen zu können. Jetzt die großen sportlichen Ziele habe ich erstmal nicht, schon gar nicht, nachdem ich nun, wie gesagt, 2 Jahre intensiv wieder daran gearbeitet habe, mich für Hawaii zu qualifizieren vergangenes Jahr. Dann ist sowieso erstmal die Luft so ein bisschen raus, was jedenfalls die Intensität und die großen Umfänge anbelangt. Wobei, das muss ich vielleicht fast revidieren, weil ich nach Hawaii eine so kurze Off-Season, also Pause, Sportpause gemacht habe, wie noch nie zuvor. Ich hatte nach 3 Wochen schon wieder Lust, loszulegen mit dem Training. Ansonsten hat es immer Monate gedauert. 2, 3 Monate habe ich da, glaube ich, Pause gemacht. Aber jetzt hatte ich wieder Lust, weiterzumachen, in Bewegung zu bleiben. Ich fühlte mich einfach gut danach und wollte weitermachen. Also von daher brauche ich da jetzt gar keine so riesige Motivation durch irgendwelche äußeren Umstände oder Zielsetzungen, sondern mir macht einfach der Sport an sich Spaß oder letztlich die 3 Sportarten. Ich gehe immer wieder gerne raus zum Laufen, zum Schwimmen, zum Radfahren. Diese Sportarten sind meine Leidenschaft, die ich dann eben zusammenpacke in einem Triathlon. Und wenn dann noch ein nettes Ziel dazu kommt, dann intensiviere ich das vielleicht alles. Siehe Hawaii, da habe ich dann wirklich alles gegeben wegen dieses großartigen Ziels Hawaii. Sonst wäre ich natürlich nicht so motiviert, so viel da zu investieren. Aber jetzt habe ich erstmal ja, das Ziel, die Challenge in Rot halt gut hinzubekommen und die anderen Wettbewerbe, die ich habe, auch gut hinzubekommen. So ein Halbmarathon oder so ein Swimrun. Also da will ich dann auch einigermaßen performen, jedenfalls nicht total hechelnd ins Ziel kommen. Das ist die Motivation. Aber irgendwann kommt vielleicht nochmal der Wunsch, sich für eine Langdistanz-WM zu qualifizieren. Aber erstmal
bin ich da ganz wunschlos glücklich und mache einfach nur meinen Sport aus Spaß und Freude. Wie ermutigst du denn unsere Hörer, sich auch mal Herausforderungen zu stellen, also im Sport oder im Business, im Leben? Das hast du ja getan, weil du Lust drauf hattest. Was macht das mit den Menschen? Warum sollten wir das tun? Ja, muss ja jeder selber wissen, ob er sich aufraffen kann, zum Beispiel zum Sport. Also mir macht das halt einfach wahnsinnig Spaß. Ich mache es nicht aus, wie heißt es denn immer so schön, extrinsische Motivation, glaube ich, ne? Intrinsische Motivation ist das, was ich aus mir selber heraushole, was mich selbst motiviert, weil ich Spaß ist natürlich jetzt ein sehr weiter Begriff, aber da könnte ich stundenlang erzählen, warum mir dieser Sport besonders Spaß macht. Da habe ich Spaß und habe ein Ziel vor Augen. Jetzt nehmen wir mal Hawaii. Dann bin ich auf dieses Ziel fokussiert und fixiert. Das kann ich auch relativ gut, wenn ich mir etwas vornehme und ein Ziel verfolge, das ich unbedingt erreichen möchte. Na, unbedingt streiche ich mal lieber, das ich sehr, sehr gerne erreichen möchte. Also von Hawaii hing jetzt nicht mein Leben ab, aber es war halt ein großes Ziel, das schon. Dann kann ich mich darauf gut fokussieren und es ist natürlich sehr befriedigend, nicht nur, wenn der Weg dorthin schon Erfolge zeitigt, die kriegt man dann ja unterwegs auch schon mit. Daraus zieht man dann wieder oder ziehe ich dann wiederum neue Motivation. Und wenn dann auch noch das Ziel erreicht werden kann, wenn ich auch noch nach Hawaii fliegen kann, weil ich die Qualifikation gut abgeschlossen habe, dann ist es natürlich großartig, wenn ich sehe, dass ich all die Anstrengungen, all das, worauf andere und ich auch verzichtet haben in dieser Zeit, wenn sich das alles gelohnt hat und ausgezahlt hat. Aber schon der Weg dorthin, wie gesagt, war großartig genug und hat mir schon genug gegeben, sodass ich es durchaus verkraftet hätte, wenn ich das Ziel am Ende nicht erreicht hätte. Das finde ich halt auch sehr schön, das zu sehen, dass es also nicht nur um das Ziel ging, sondern auch um den Weg. Also auch der Weg war das Ziel dorthin. Und ähnlich, ich habe das ja, bin das ja sehr strategisch angegangen. Also ich habe mir wirklich genau überlegt, was mache ich denn, um möglichst gute Chancen zu haben für die Qualifikation für Hawaii. Das habe ich ähnlich gemacht, als ich mich um einen Job beim öffentlich-rechtlichen Sender beworben habe, als ich als junger Mann die Idee hatte, auch zum Radio damals, zum öffentlich-rechtlichen Radio zu gehen. Da bin ich auch schon relativ strategisch angegangen. Also habe ich mir vorher überlegt, welches Studium ist das Richtige und was musst du machen, um einen Fuß in die Tür zu bekommen beim NDR. Und ja, was musst du machen, um eine Chance zu haben, dort zu landen? Das sind eigentlich die beiden großen Ziele, die ich bisher in meinem Leben hatte, also zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kommen und jetzt auch die Hawaii-Quali zu schaffen, die ich dann auch sehr diszipliniert und mit einem gewissen Willen und strategisch offenbar einigermaßen klug angegangen bin. Ansonsten bin ich gar nicht mal so ehrgeizig, wie man vielleicht vermuten möchte, auch gerade nach Hawaii. Aber wenn ich Ziele habe, wenn ich mir was vornehme, dann überlege ich mir auch, wie ich dieses Ziel tatsächlich auch erreichen kann. Vielen Dank, Thorsten. Also die Hörer nehmen gerade sehr viel mit. Ich fühle es auch gerade, die Erfolgsfaktoren, ja, ein Ziel zu setzen, was du wirklich möchtest, dir den Weg dorthin zu überlegen und ihn dann zu gehen. Und dann sieht man bei deinen Beispielen ganz genau, dass der Erfolg kommen kann. Ja. Er kann kommen, er muss nicht. Also ich finde den Spruch, man kann alles erreichen, wenn man es nur möchte, den finde ich falsch. Es gehört auch immer viel, auch ein bisschen Zufall jedenfalls dazu. Es musste jetzt nicht klappen mit dem Öffentlich-Rechtlichen, also mit dem Radio damals. Ich wollte ja unbedingt zum Radio. Da habe ich ja die ersten 4 Jahre nach dem Studium dann auch verbracht. Das war mein erster Arbeitsplatz, den ich so richtig hatte beim NDR. Also das hat wunderbar geklappt, aber auch da müssen dann so ein paar Zahnräder zufällig, mehr oder weniger zufällig ineinander greifen. Also so selbstverständlich war das nicht. Und bei Hawaii, bei der Qualifikation ist auch immer noch die Frage, wie sind die anderen drauf? Also man muss ja bei der Qualifikation für Hawaii keine Normzeit erreichen, dann ist man dabei, sondern man ist auch immer abhängig
von der Konkurrenz, wie schnell sind die? Es gibt eben eine bestimmte Anzahl von Slots für Hawaii, die vergeben werden. Deshalb musst du bei den Rennen eben ganz vorne landen. Aber wenn da halt einer ist, zwei, drei, die ein bisschen schneller sind als du, die einen super Tag haben, dann bist du halt raus. Also es gehört auch immer so ein bisschen Glück mit dazu, aber das kannst du natürlich selber auch ein bisschen pushen, dein Glück, und du kannst versuchen, so ging es halt mir bei der Qualifikation für Hawaii, kannst immer nur all das, was du da in die Waagschale werfen kannst, das kannst du machen und ansonsten hoffen, dass der Rest auch noch so klappt. Ja, und viele haben ja verfolgt, wie deine Quali 2017 für Hawaii erfolgt ist. Das war ja nicht so leicht. Nee. Das war ja aber letztlich ja spannend und großartig und hochdramatisch. Oh ja. Das, also im Nachhinein großartig, toll. Weil es so sehr emotional war. Wäre total langweilig gewesen jetzt im Nachhinein, wenn ich mich schon bei meinem ersten Versuch, den ich hatte in Frankfurt, wenn ich mich da schon qualifiziert hatte, da habe ich es aber ja um 1,5 Minuten verpasst. Ja. Und 5 Wochen später habe ich es dann in Hamburg nochmal versucht, eigentlich zunächst auch um 1/2 Minute oder 26 Sekunden waren es, glaube ich, auch um wenige Sekunden zunächst verpasst, aber dann im Nachrückverfahren doch den Platz bekommen. Also total klasse Story, richtig schön. Aber auch deswegen, weil es eben so eine schöne Story ist, habe ich die dann auch gerne in diesem Buch erzählt. Wenn es mit Frankfurt schon geklappt hätte, dann hätte ich das Buch, glaube ich, gar nicht geschrieben. Dann wäre es ja total öde gewesen. Und die Bilder von deinem Aufruf, also als du dein Name genannt wurde, die sind auch legendär. Da kann ich jedem empfehlen, sich das doch mal anzuschauen auf YouTube, als du erfahren hast, dass du nach Hawaii darfst. Da gab es so viele Luftsprünge, wo ich mich gefragt habe, wie du das mit den ramponierten Beinen nach 2 Langdistanzen hinbekommen hast. Aber da hast du, glaube ich, sehr viele Glückshormone freigesetzt. Offenbar. Ja, habe ich mich auch selbst gefragt im Nachhinein, wie das möglich war. Aber da spielt dann Schmerz keine Rolle. Genau. Da war das Glück einfach viel zu groß. Ja, großartig. Wie empfindest du denn selbst deine Bekanntheit? Wie hoch ist der Druck der Öffentlichkeit, der Medien, dass du irgendwas machst oder gar ablieferst, erfolgreich bist? Oder bist du einfach der private Thorsten als Sportler? Da bin ich der private Thorsten als Sportler. Da empfinde ich tatsächlich auch keinen Druck. Ich hatte überlegt, ob ich mir selber einen Gefallen tue, wenn ich meinen Weg nach Hawaii zum Beispiel, oder na, zur Qualifikation, war ja noch nicht klar, ob es der Weg nach Hawaii wird. Erstmal war es der Weg nach Frankfurt zum Qualifikationsrennen. Ob ich mir selber damit einen Gefallen tue, wenn ich das Monat für Monat dokumentiere, ob dann nicht doch der Druck von Seiten der interessierten Öffentlichkeit dann doch da ist, dass ich selber meine, Gott, jetzt muss ich performen und vielleicht gehe ich dann auch unter dem Druck ein und schaffe es dann eben erst recht nicht, weil ich einen zu großen Druck spüre. Also ich habe über YouTube jeden Monat Filme gemacht, 2 Jahre lang für die Vorbereitung oder über meine Vorbereitung, über mein Training, das habe ich alles gefilmt und dann in kleine Filmchen gepackt. Ja, aber ich dachte mir, tatsächlich erstmal aus egoistischem Grunde diese Filmchen zu machen, weil ich es schön fand, dass ich mich selber sozusagen dokumentiere oder meinen Weg für mich selber dokumentiere und mir im Nachhinein nochmal angucken kann, ach so, ja, so hast du mal trainiert und so hast du angefangen und so hast du dich entwickelt. Und das wurde ja immer besser, immer schneller, im Idealfall jedenfalls, aber so wurde es ja auch. Und ja, so war dann das Quali-Rennen und ja, entweder klappt es oder es klappt nicht. Hat zum Glück alles geklappt und die Serie endete erst auf Hawaii und nicht schon in Frankreich. Das war schon mal sehr schön. Aber ich war immer sportlich, habe immer Sport gemacht und wenn ich da irgendwelche Erwartungen erfüllen wollte, dafür wäre, glaube ich, der Langdistanz-Triathlon, also wenn es jetzt darum geht, mache ich diesen Langdistanz-Triathlon wegen der Öffentlichkeit oder so, das wäre ziemlich absurd. Da wäre der Aufwand doch sehr, sehr groß und auch gar nicht zu machen, weil, wie gesagt, ich glaube, Langdistanz-Triathlon machst du jedenfalls über längere Jahre mehrfach, nur wenn du da eine gewisse Leidenschaft für hast. Das machst du nicht. Ich meine, man hört es ja auch ab und zu in manchen Büros, offenbar gilt das schon so ein bisschen als, man muss es haben, man muss mal eine Langdistanz gemacht haben, um ein toller Hecht zu sein. Das macht man dann aber wahrscheinlich einmal, hat sich dann dadurch gequält und dann hat man auch die Schnauze voll und freut sich über seine Urkunde.
Das mag sein, aber über Jahre hinweg schafft man das, glaube ich, nicht, wenn man eben diese Leidenschaft nicht hat. Dafür ist es alles viel zu aufwendig und viel zu anstrengend. Gebe ich dir absolut recht, wenn du es nicht für dich tust, sondern für andere, dann schaffst du es auch nicht über Jahre, dich immer wieder aufzuraffen bei Schneeregen oder wann auch immer rauszugehen. Genau. Ja. Da passt ja meine Frage, um die es ja auch in meiner Sendung immer geht, Top Performance im Sport und Business. Was bedeutet denn Top Performance für dich in deinem Leben? Top Performance. Ach ja, ich denke ja in solchen Kategorien ehrlich gesagt nicht, aber jetzt muss ich mal überlegen. Top Performance. Na, Top Performance bedeutet für mich natürlich, beim Job gut abzuliefern. Ich möchte immer das, was ich oder meistens das, was ich mache, jedenfalls wenn es um den Sport geht und um die Arbeit, da möchte ich natürlich top performen. Und das bedeutet, ja, als Moderator und als Sprecher natürlich gut sein. Dann möchte ich natürlich, dass die Zuschauer mir gerne zuhören und mir gerne zusehen. Das ist mein Anspruch, meine Hoffnung, dass es funktioniert. Und beim Sport möchte ich für mich selber in erster Linie das rausholen, was mit der Zeit, die ich für Training übrig habe, und mit dem, was ich in diesem jetzt ja nicht mehr ganz so jungen Alter, was damit noch möglich ist, da aber noch rauszukitzeln, was eben möglich ist mit dem Training, das ich hier nahezu täglich absolviere. Du hast schon deinen YouTube-Kanal erwähnt und deine Bücher. Ich verlinke das auch alles sehr gerne in den Shownotes. Da können wir teilhaben an deinem Weg. Und das ist im Übrigen, das sind super Bücher, das ist jetzt meine Meinung. Die machen wirklich so einen Spaß zu lesen, weil du auch wirklich witzige Episoden drin hast, wo viele Triathleten sich auch wiederfinden. Und ich denke aber, dass die Bücher nicht nur für Triathleten oder Sportler spannend sind, denn du gibst ja auch. Ja, sehr viel auch von deinem Sportlerleben preis, aber viele Anekdoten, aber auch von deinem Privatleben. Warum teilst du Dinge aus deinem Privatleben? Im Buch kommt ein bisschen was vom Privatleben vor. Ansonsten halte ich mich da, glaube ich, relativ zurück. Also Home Stories in irgendwelchen Zeitschriften wirst du nicht finden, wird man nicht finden. Und gegen die privaten Stories, die ich da veröffentliche, also da habe ich nichts gegen, wenn das andere Leute erfahren. Das ist nichts Schlimmes oder dafür, da muss ich nicht an der Merk halten. Aber allzu intim und allzu privat wird es, glaube ich, in meinen Büchern nicht. Aber das, was zum Verständnis auch meiner Person und meines Umfelds beiträgt, das kann ich gerne erzählen. Da habe ich jetzt kein so großes Problem mit, also mit dem, was ich da veröffentliche. Ich weiß gar nicht, was es ist. Was du jetzt genau meinst mit dem Privatleben, das ich da ausbreite oder erzähle. Ich glaube, ich erzähle, dass ich mal als Zehnjähriger mich verliebt habe in eine andere Zehnjährige, Dunkelhaarige. dass ich gerne Rad gefahren bin, weil ich meinen Flammen damals hinterher geradelt bin, sozusagen, und hoffte, dass sie vor die Tür treten, damit ich sie zufällig, natürlich rein zufällig treffe, obwohl ich dann als schüchterner Kerl gar nicht gewusst hätte, was ich denen dann sagen soll. Solche Geschichten kommen davor, aber das kann ich gerne erzählen. Das ist nicht schlimm. Home Stories habe ich auch keine gefunden. Das ist tatsächlich so. Bücher machen sehr viel Spaß. Thorsten, wie hat denn Sport dein Berufsleben verändert? Ich meine jetzt nicht, dass du nach dem Schwimmtraining noch mehr Stunden in der Maske gesessen hast, um diese Augenabdrücke von der Schwimmbrille wegzubekommen. Da musste ich auch sehr schmunzeln. Ich kenne das sehr gut. Also ich mache keine YouTube-Aufzeichnung nach meinem Schwimmtraining, weil ich die Visagisten einfach hier zu Hause nicht habe. Aber gibt es irgendwas, was der Sport in deinem Beruf bewegt hat, wie er dich verändert hat, was du für die Arbeit vielleicht gelernt hast? Ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, was das sein soll. Nein. Vielleicht bin ich für die Nächte ein bisschen fitter geworden, seit ich die Langdistanz mache. Aber ansonsten hat mich das für meinen Job nichts weiter gelehrt. Ich habe nur noch einmal gemerkt, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das, was ich
getan habe, um diesen Job zu bekommen oder um damals zum Radio zu kommen, dass ich das beim Sport jetzt schon wieder mache. Dass es also offenbar in mir drin ist, dass ich bei einem gewissen Ziel, das ich vor Augen habe, durchaus strategisch rangehen kann, dass ich da auch zu gewissen Opfern in der Lage bin. Also wenn ich nur daran denke, dass ich als junger Mann mich für ein Studium der Volkswirtschaftslehre entschieden habe, da würde ich sagen, ja gut, das war schon mal das erste Opfer, weil ich gelesen habe damals, dass die Redaktionen handfeste Studiengänge haben möchten, also Jura, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft. Da erschien mir dann eben die Volkswirtschaft noch als das kleinste Übel, aber es war nicht meins. Ich fand es dann letztlich spannend, habe da viel gelernt, weil ich mit dem Bereich vorher gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte. Erst ein bisschen zum Abschluss der Schule habe ich ein bisschen mehr über Wirtschaft dann gelernt. Aber ich fand den Bereich ganz interessant, aber ich hätte mir diesen Bereich niemals als Studiengang ausgesucht, sondern da wäre es dann eher Geschichte gewesen zum Beispiel. Und jetzt im Nachhinein denke ich, ach, hättest du doch Sport genommen. Aber sowas wäre es dann gewesen und sicher nicht Volkswirtschaft, aber das war dann so mein Kompromiss, um größere Chancen zu haben auf das Volontariat beim NDR. Und so ist es dann auch letztlich gekommen. Also ich glaube, ich habe in dieser Volontärsrunde, als ich dann vor den 15 Menschen saß, die mich dann ins Kreuzfeuer genommen haben, habe ich dann gemerkt, dass sie es gut fanden, dass da ein Wirtschaftswissenschaftler vor ihnen sitzt, der nicht in die freie Wirtschaft will, sondern zu ihnen ins Funkhaus. Und ja, von daher war dieser Kompromiss dann doch sehr lohnend. Also das habe ich gemerkt. Also dazu bin ich offenbar in der Lage. Ich habe eine gewisse Disziplin und einen gewissen Willen, um etwas zu erreichen. Und ja, glücklicherweise hat es ja in beiden Bereichen geklappt. Und das Sportliche, auch im Studium, hast du jetzt mit dem Sportmentaltrainer aufgenommen. Was waren denn da deine Beweggründe, die Ausbildung zum Sportmentalcoach jetzt noch draufzusetzen? Ich fand das Thema einfach spannend. Ich habe mein Langdistanz-Triathlon-Training so angefangen, dass ich wusste nichts über Langdistanzen, ich wusste nichts über Ironman, außer dass es aus diesen drei Sportarten besteht. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft und in diesem Buch war eben auch ein Kapitel, neben Laufen, Schwimmen, Radfahren, über das mentale Training, über die Psyche. Ich habe es nicht gelesen, weil ich mich fragte, wozu, was, wie jetzt, Psyche, so total Banane. Also ich will Laufen trainieren, Schwimmen trainieren, Radfahren trainieren. Und wenn ich da gut bin, dann läuft die Sache doch. Was soll ich mit der Psyche? Ich habe es mir gar nicht angeguckt. Das war natürlich ziemlich naiv, sehr blauäugig, wie ich dann im Laufe der Jahre erfahren habe. Allerdings zum Glück eher bei anderen Leuten, bei denen ich eigentlich gesehen habe, dass sie auch total gut trainieren, vielleicht sogar besser als ich, aber dass sie im Rennen dann offenbar Schwierigkeiten hatten, gerade beim Marathon am Ende aufgegeben haben oder ins Ziel gegangen sind, auf jeden Fall nicht so performt haben, wie sie eigentlich nach der Trainingsleistung hätten performen müssen, wenn ich mir das so aus der Ferne angeguckt habe. Vielleicht gab es auch andere Gründe, aber ich glaube, dass die Psyche dann eben doch eine gewisse Rolle spielte und ich habe dann auch Zuschriften im Laufe der Jahre bekommen, auch nachdem ich mein erstes Buch geschrieben hatte, dazu zum Langdistanz-Triathlon, bekam ich ja auch Zuschriften von Leuten, die mir dann auch gesagt haben, wie machst du das denn? Ich bin neulich wieder gelaufen und zwar an der längeren Seite des Mainufers entlang beim Langdistanz-Triathlon und das war mir dann zu lang und ich dachte mir, oh nee, die lange Seite, oh nee, du kannst nicht mehr, das schaffst du nicht mehr. Und ich fragte mich, wieso, woran orientiert er sich denn? Was geht da in dem Kopf ab? Und wie kann man nur so negativ denken? Bei mir funktioniert es zum Glück eher andersrum. Ich habe zum Glück eher positive Gedanken, vielleicht auch sowieso schon im Alltag. Also bin dann eher ein positiv gestimmter Mensch im Großen und Ganzen. Das überträgt sich auch auf den Sport. Ich denke da in ganz anderen Kategorien. Also wenn ich mir vor dem Start eines Langdistanz-Triathlons schon denken würde, na gut, jetzt also 226 Kilometer aus eigener Kraft, dann würde ich gleich umdrehen und würde irgendwie in die Bar gehen und einen Cocktail trinken, weil 226 Kilometer aus eigener Kraft klingt ja schrecklich, da hätte ja schon gar keinen Bock mehr. Aber wenn ich mir sage, okay, jetzt schwimmen, 3,8 Kilometer oder 3,9, und da hinten bei der Boje, da geht es dann ja schon wieder links rüber, da geht es ja schon wieder fast zurück, da bist du ja schon fast wieder am Ziel, also boah, ist ja ganz schnell geschafft. Und wenn ich dann hinten an der Boje angekommen bin, dann denke ich mir, okay, jetzt geht es ja schon Richtung Ufer, jetzt hast du ja schon wahnsinnig viel geschafft.
obwohl du natürlich aufs Ganze betrachtet noch nicht wirklich viel geschafft hast. Aber so erstmal das Schwimmen ist dann ja schon fast vorbei. Und das finde ich dann ja schon super. Und so geht es dann immer weiter. Beim Radfahren eben auch. Da denke ich nach 10 Kilometern, nee, das wäre jetzt übertrieben. Aber nach 50 Kilometern oder 60 Kilometern, boah, jetzt hast du schon ein Drittel der Strecke hinter dich gebracht. Bei 90 Kilometern die Hälfte, super. Nur noch mal so viel. Bei 100 Kilometern bin ich schon im dreistelligen Bereich. Und so geht es immer weiter. Und beim Laufen dann genauso. In Frankfurt am Main sind es 4 Runden, die man da dreht, ums am Mainufer entlang. Nach der ersten Runde denke ich mir, jetzt nur noch eine Runde, dann hast du schon die Hälfte. Und wenn du bei der Hälfte bist, dann hast du ja mit jedem Meter, den du weiterläufst, hast du weniger noch zu laufen, als du bisher schon gelaufen bist. Also bist ja quasi im Ziel. Bei der dritten Runde denke ich, jetzt bist du ja fast im Ziel. Jetzt ist ja nur noch eine Runde. Jetzt ist jeder Meter, den du läufst, eine Abschiedsrunde, weil die siehst du erstmal nicht wieder. Denn dann bist du ja im Ziel. Also ich habe eigentlich offenbar intuitiv die Fähigkeit, mir gute Gedanken zu machen. Das war von Anfang an so, auch ohne, dass ich dieses Kapitel gelesen habe. Ich habe es auch geschafft, meine Panikattacken im Wasser so zu überwinden durch die entsprechenden Gedanken. Das habe ich mir halt vorher überlegt, dass es ja so eine self-fulfilling Geschichte ist. Denn natürlich werde ich nicht ertrinken, wenn alles normal läuft. Ich kann ja schwimmen, wäre ja komisch, wenn ich als Langdistanz-Triathlet hier nicht in Langener Waldsee rocken könnte und hier untergehen würde, wäre total dubios. Deshalb war mir klar, das müssen irgendwie nur die Gedanken sein. Also habe ich versucht, mich beim Schwimmen auf was anderes zu konzentrieren, nämlich an meine Freundin gedacht, an schöne Urlaubserlebnisse. War nicht immer so einfach, die Gedanken dorthin zu lenken, aber es hat letztlich geklappt. Also ich hatte dann erstmal keine Panikattacke, jedenfalls bei meiner Premiere. Bin ich davon lange dann befreit gewesen. Also da habe ich von Anfang an intuitiv, naturgegeben zum Glück, andere Einstellungen und habe dann erst gesehen, okay, man kann da auch ganz anders rangehen und sich selbst zerstören bei so einem Rennen. Und das fand ich alles ganz spannend, mal ein bisschen genauer zu betrachten. Deshalb dieses kleine Studium des Sportmentaltrainers. Gab es was in diesem Studium, ein mentaler Trick, ein Werkzeug, was dich sehr überrascht hat? Ehrlich gesagt noch nicht. Nee, da gab es jetzt noch nichts. Ich muss sagen, es war so ein Fernstudium. Das ist jetzt nichts, was ich über Jahre gemacht habe, sondern es war anderthalb Jahre immer mal wieder Skripte lesen, Abschlussarbeit schreiben. Da war jetzt nichts großartig ganz Neues dabei. Das waren Dinge, die ich dann ableiten konnte. Ich hatte immer mal schon gelesen, dass man visualisieren soll, kann, Gedanken oder Selbstgespräche führt man oder das, was man bei Schwimmern oftmals sieht, die haben dann ihre Kopfhörer auf, also um den Erregungszustand, je nachdem, wie man naturgegeben ist, ob man eher der ruhige Typ ist, entweder pusht man sich da mit Musik, die man auf die Ohren bekommt oder man hört halt beruhigende Musik, wenn man eher so der aufgeregte Typ ist. Also das habe ich nochmal ein bisschen kennengelernt und ein bisschen mehr davon gehört. Oder ich finde es auch spannend, wie, naja, das sieht man auch manchmal bei Skiabfahrern, die dann vorher schon in Gedanken die Strecke abgehen. Finde ich auch total klasse, dass das möglich ist und dass das dann tatsächlich Erfolge zeitigt. Also das finde ich eher das Interessante, dass das tatsächlich etwas bringt und dass immer mehr Sportler, Mentaltrainer engagieren, um sich noch fitter zu machen. Kann man dich denn buchen als Sportmentalcoach? Lieber noch nicht. Noch nicht. Würde ich auch noch niemandem zumuten. Ich habe da jetzt noch keine Praxis. Das kommt dann erst noch irgendwann, wenn ich mal Zeit dafür habe, das auch praktisch umzusetzen. Aber zurzeit habe ich noch mit anderen Dingen genug zu tun. Aber irgendwann kommt das bestimmt mal. Jetzt hatten wir schon viele, viele Aspekte aus dem Sport und dem Mentalen. Fehlt noch die Ernährung. Das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Wie ernährst du dich denn generell? Gibt es da was Bestimmtes, eine Form, die für dich gut funktioniert? Ich ernähre mich grundsätzlich, würde ich zumindest mal behaupten, ziemlich gut, ziemlich gesund, meistens jedenfalls. Viel Obst, viel Gemüse. Also wir achten hier schon sehr auf die Ernährung und in den letzten anderthalb Jahren habe ich zum Beispiel auch keinen Alkohol getrunken, obwohl ich natürlich auch die Studien kenne, wonach ab und zu mal ein Glas Rotwein durchaus gut sein soll oder auch Weißwein. Ich bin jetzt vom Fleisch
nahezu ganz runter, bin allerdings kein Veganer, aber ich lasse das mit dem roten Fleisch und mit dem, ja, mit dem anderen Fleisch eigentlich auch. Also es geht wirklich vor allen Dingen darum, Obst und Gemüse zu essen. Und beim Vegetariertum finde ich jetzt ja doch sehr interessant. Ich bin ja auch anders aufgewachsen. Mein Vater bestand quasi darauf, möglichst oft Fleisch auf dem Teller liegen zu haben. Das hat dann auf seinen Sohn abgefärbt. Na gut, für ihn als Nachkriegsgeneration oder sogar noch Kriegsgeneration war das natürlich war es natürlich großartig, dann plötzlich doch Fleisch auf dem Teller zu haben. Wie gesagt, hat sich abgefärbt, aber mittlerweile habe ich erfahren, dass es so wahnsinnig viele gute Rezepte gibt, tolle Dinge, die man mit Gemüse machen kann, sensationellerweise. Das musste ich allerdings auch erst mal erfahren und sehen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. War mir vorher so auch nicht geläufig, aber ja, deshalb ernähren wir uns jetzt mehr oder weniger fleischlos. Aber grundsätzlich geht es darum, viel Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Und ich lese auch gerade ein sehr interessantes Buch in Sachen Ernährung. Also da bin ich auch noch ein bisschen auf dem Wege, das noch genauer zu erforschen, weil ich das auch ein sehr spannendes Thema bin. Aber da bin ich gerade auch noch bei, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich ernähre mich schon einigermaßen gut. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich einen strengen Diätplan habe und genau gucke, was ich esse, dass ich Kalorien zähle. Sowas mache ich überhaupt nicht, sondern eigentlich nur die grundsätzliche Geschichte ist, dass ich mich versuche, gut zu ernähren. Da kommt mir allerdings auch zugute, dass ich morgens sowieso schon seit ewigen Zeiten zum Beispiel mein Müsli esse. Mit gesunden, guten Zutaten und mich immer wieder, ich war neulich wieder im Hotel und ich verstehe es einfach nicht, warum da dann diese gesüßten, fertigen, zusammengestellten Müslis rumliegen. Das ist das, was da wieder angeboten wurde und ich muss sagen, das ist nicht meins. Ich finde es viel netter und da gibt es auch in manchen Hotels, die Möglichkeit, das zu machen, dass man sich selber dann frische Haferflocken oder ja, Haferflocken an sich und nicht gesüßte Haferflocken, dass man sie sich auf den Teller tut, dann noch Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und was auch immer da noch rein kann in so ein Müsli, dass man sich das selbst zusammenstellen kann. Aber wenn man glaubt, dass dieses gesüßte Müsli oder diese Pop, wie heißen die Dinger denn? Naja, es gibt ja komisches Frühstücksmüsli, da kann man auch gleich ein paar Würfelzucker essen, dass das gesund sein soll. Das ja, finde ich traurig, dass das so durchgeht bei vielen. Und dass sowas dann eben in Hotels angeboten wird, finde ich auch noch trauriger. Muss nicht sein. Da ist leider viel, viel Marketing dahinter. Ich frage mich auch beim normalen Supermarkteinkauf, wo eigentlich die Lebensmittel sind. Also in der Obst- und Gemüseabteilung gibt es noch Lebensmittel, aber alles, was so viereckig daherkommt und eine Liste an Zutaten hat, wo du erstmal eine Viertelstunde durchliest, Ja, genau. das sollten die Hörer dieses Podcasts aber auch Genau. schon alles wissen. Ja. Werden Sie wahrscheinlich auch, aber viele Leute wissen es eben nicht. Also Fertiggerichte kommen hier bei uns jetzt nicht auf den Teller und auch nicht in den Kühlschrank und sowas sollte man vermeiden. Ich fand ja den Spruch, kriege ich den jetzt hin? Also Lebensmittel, du solltest nur das essen, was deine Großmutter auch als essbar erkennen würde. Ja. Den finde ich ganz gut. Daran kann man sich gut orientieren. Das finde ich eine super Regel und auch Lebensmittel oder Dinge, die aus möglichst wenigen Zutaten bestehen, sind im Zweifel besser, wie so ein Apfel, der halt aus Apfel besteht. Exakt, Das ist auch genau eine so ist gute es. Regel. Ja, je weniger weiterverarbeitet, desto besser. Thorsten, wir sehen dich ja auch beim Ironman Hamburg dieses Jahr, aber nicht auf der Startlinie und unterwegs, sondern als Helfer. Das finde ich natürlich besonders schön, weil ich für Ironman arbeite als Volunteer-Manager. Dann sag mir doch gleich mal bitte deine T-Shirt-Größe, damit ich das in deinen Helferbeutel packe. Größe S. Es sei denn, die fallen besonders klein aus. Aber ansonsten müsste es reichen. Gut, dann teilen wir dich mal schön ein. Wo möchtest du denn da gerne unterstützen? An welcher Position? Also ich würde gerne wieder Schwämme oder Wasser oder Gels reichen. Das finde ich immer total nett. Da kann man den Leuten immer noch ein paar verbale Arschtritte geben, sozusagen. Und sie versuchen zu motivieren und sie ein bisschen unterstützen. Also das merke ich auch immer. Ich mache das auch total gerne. Das habe ich jetzt auch gerade beim Hamburg-Marathon, nachdem ich meinen Halbmarathon
den Kleinen dann absolviert hatte, stand ich noch an der Strecke und habe da die ganze Zeit durchgeklatscht und durchgesabbelt und sämtliche Leute, die da an mir vorbeiliefen, na nicht alle, aber viele Leute, habe ich da nochmal versucht zu unterstützen, ein paar nette Worte, ein paar aufmunternde Worte zu finden, weil ich weiß ja selber, wie es ist für mich als aktiver Sportler, finde ich es halt auch immer super, wenn da Leute am Straßenrand stehen, die einen ein bisschen beklatschen und unterstützen. Das hilft ungemein. Und das habe ich den Leuten, das sieht man denen ja auch an. Also vielen Leuten sieht man dann an, sie freuen sich, wenn sie auch direkt angesprochen werden. Man sieht ja den Vornamen an den auf den Startnummerfeldern. Das ist ja aufgezeichnet. Und dann kann man sie direkt ansprechen. Die freuen sich doch sehr, wenn sie so ein bisschen unterstützende Worte bekommen. Und bedanken sich dann sogar netterweise auch über Instagram oder Facebook und schreiben mir dann auch super, super Support. Und das mache ich dann eben auch gerne bei dem Ironman in Hamburg. Wunderbar, damit kannst du zum einen was zurückgeben. Ich mache das ja auch seit Jahren schon, seit über 10 Jahren als Volunteer am Start. Und das macht wirklich Freude. Du merkst ja die strahlenden Gesichter, wenn du so einen Namen rufst. Das bewirkt wirklich was. Also Leute, feuert die Athleten an. Damit gebt ihr denen etwas und Energie für die nächsten Kilometer. So ist es, ja. Sport ist ja sowieso aus jeder Perspektive emotional. Selbst als Volunteer, finde ich, kommen die Emotionen so toll rüber. Welches, wenn du das sagen kannst, Thorsten, welches war denn dein emotionalster Sportmoment? Naja, den hast du ja gesehen und hast ja schon erwähnt. Also das war natürlich nicht der Sportmoment, in dem ich Sport gemacht habe. Der Jubel über die Qualifikation 2017, das war dann am Tag, nachdem ich im Ziel gewesen bin. Danach kommen natürlich nur noch die Zieleinläufe oder der Zieleinlauf 2017, das war das erste Mal auf Hawaii. Das war natürlich sensationell, es wirklich geschafft zu haben, zum einen nach Hawaii zu kommen und dann eben auch den letzten Schritt noch zu gehen, auf Hawaii über die Ziellinie zu laufen oder dann die letzten Meter nochmal genusstechnisch zu gehen und das aufzusaugen möglichst, was man da so gerade erlebt, was ich da gerade erlebt habe. Das war natürlich großartig, aber ehrlich gesagt noch genialer als dieser Moment auf Hawaii war dieser Moment, in dem ich mich erstmal für Hawaii qualifiziert habe. Das ist wirklich, und wie gesagt, man sieht es ja in dem Film auch, ich ticke da völlig aus, weil ich nach zwei Jahren des Vorbereitens, des intensiven Vorbereitens, des sehr intensiven Vorbereitens, hat es dann geklappt, wo man ja nicht, oder wo ich nicht genau wusste, haut es wirklich jetzt hin oder nicht, da bin ich ausgetickt vor Riesenfreude und das kann gar nicht mehr getopft werden, glaube ich, dieses Gefühl. Vielen lieben Dank für das Interview, lieber Thorsten. Ich möchte dir noch eine Abschlussfrage stellen. Gibt es irgendein sportliches Ziel, was dich so umtreibt, was du aber noch nicht angehen wolltest? Also irgendwas, was dich noch so herausfordert? Nein. Also da jetzt ja meine Lieblingssportart der Triathlon ist und ich auf Hawaii gewesen bin, schon zweimal, habe ich diese Ziele erstmal erreicht. Jetzt habe ich große Lust, ich hoffe, das funktioniert, im Juli bei der Sprint-Weltmeisterschaft der Altersklassen in Hamburg mitzumachen. Ich habe mich beworben, aber es gibt in meiner Altersklasse nur in Anführungszeichen 25 Startplätze für deutsche Teilnehmer. Man muss halt Leistungsnachweise zeigen und nach diesen Leistungsnachweisen wird man entweder nominiert oder nicht. Gehört man zu den 25 Glücklichen oder eben auch nicht. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich auch bei der Weltmeisterschaft vielleicht teilnehmen kann. Da fällt die Entscheidung Mitte Mai oder Anfang Mitte Mai. Das finde ich nochmal super. So mit dem deutschen Nationaleinteiler ist es dann, den man dann trägt, so aufzulaufen und die Strecke, die Sprintstrecke, immer was völlig anderes zu absolvieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das fände ich klasse, zumal das eben das genaue Gegenteil ist. Also wirklich in kürzester Zeit alles raushauen und nicht über den ganzen Tag verteilt ein bisschen Sport machen oder ein bisschen sehr viel Sport machen, aber alles in Ruhe. Das, darauf hätte ich richtig Lust. Vielleicht klappt das, das wäre toll.